Ja, hey ihr Lieben, ihr kennt es bestimmt auch, dass wir manchmal kreativ sein wollen, irgendwas machen wollen und wir hängen aber in ganz miesen Gefühlen drin. Klassisches Beispiel, du möchtest einen Text schreiben für deine Webseite, aber irgendwie fühlst du dich müde und schwer und hast vielleicht auch ein bisschen Bammel davor. Oder du hast einen wichtigen Termin und du merkst kurz vorher, ach du lieber Himmel, ich fühle mich jetzt gar nicht irgendwie so aktiv und leuchtend und strahlend und ich habe Angst, ich kann die Sachen nicht so wirklich rüberbringen, wie ich sie rüberbringen möchte. Und hier kommt ein kurzer Tipp für dich, was du tun kannst, um durch diese miesen Gefühle durchzukommen und so schnell wie möglich wieder in deine kreative Kraft zurückzufinden. Ja, und der Tipp ist ein klein wenig ja, gegen unseren tiefen Instinkt erstmal, weil unser Instinkt sagt, ich will raus aus diesem Gefühl, ich will weg von diesem Müdigkeitsgefühl oder dem Traurigkeitsgefühl. Ich will weg davon und ich will woanders hin. Das Problem ist aber, je mehr wir ankämpfen gegen das Gefühl, was jetzt gerade im Vordergrund ist, desto mehr verstricken wir uns in diesem Kampf gegen das, was ist, und unsere kreative Kraft wird immer weniger, bis wir am Schluss uns fühlen, ah, ich habe überhaupt keine Lust mehr, ich mache jetzt gerade mal gar nichts mehr und dann müssen wir weggehen und was ganz anderes machen. Und was ich für mich rausgefunden habe, ist, wenn ich jetzt anfangen möchte, was zu machen und da steht mir ein unangenehmes Gefühl im Weg, anstatt zu versuchen, davon wegzukommen, erlaube ich mir da ganz bewusst reinzusinken. Und dieses Reinsinken bedeutet nicht, dass ich über das Gefühl nachdenke, dass ich ein Riesendrama draus mache. Oh, ich bin so traurig und warum bin ich traurig und bla bla bla. Das Ganze spare ich mir, sondern was ich mache, ist tief in mein Inneres reinzusinken und einfach nur zu fühlen, was ich da gerade fühle, dieses Gefühl wahrzunehmen. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Es ist im Moment unangenehm, logisch, schließlich wollen wir das Gefühl ja nicht fühlen, es geht um ein unangenehmes Gefühl. Aber je mehr ich reinsinke in das, was ist, höre ich auf zu kämpfen. Ich fange an, mich wieder zu entspannen. Meine kreative Kraft kann wieder fließen und die fließt dann dadurch. Durch dieses Nadelöhr, durch dieses dunkle Tal oder das dunkle Gefühl. Und schwuppdiwupp bin ich auf der anderen Seite wieder draußen und kann dann wahrnehmen, okay, jetzt kommt die Freude wieder zu schreiben, jetzt kommt der Schwung wieder für meinen Termin oder was auch immer dann gerade auf mich wartet. Und wenn du merkst, ha, ja, ich bin heute an so einem Punkt, wo ich merke, oh, da steht mir so viel unangenehmes Gefühl im Weg und ich möchte eigentlich wieder in meine Kraft kommen, aber es zieht an mir und es ist unangenehm, lade ich dich zu einer kurzen Übung ein, damit es keine Theorie bleibt, sondern du auch wirklich wahrnehmen kannst und für dich selbst ausprobieren kannst, wie das sich anfühlt, wenn man wirklich reintaucht in das Gefühl, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Und sag mir in den Kommentaren auf jeden Fall, was du erlebst während der Übung und ob dir das weitergeholfen hat. Okay, mir hilft es immer, wenn ich kurz die Augen schließe und wirklich alles beiseite lege, was ich nicht unbedingt brauche. Und ein paar weiche Atemzüge sinken lasse. Mich sinken lasse und spüre, wie der Atem einfach fließt von alleine. Und einfach einen Moment mit diesem unangenehmen Gefühl in Berührung kommen. Spüren, wo fühle ich es im Körper? Spüre ich irgendwo einen Druck, ein Ziehen, ein Stechen, was Mulmiges, was Ängstliches, was Trauriges?
und mir erlauben, ganz weich und ganz behutsam in dieses Gefühl hineinzusinken. Als wären wir ein Taucher und wir tauchen in dieses Gefühl ein. Mitten hinein, genau. Jawohl. Und da kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo wir bisher gekämpft haben. Und da wird von uns verlangt, uns jetzt hinzugeben, uns einzulassen, weich weiter zu atmen, nicht in die Gedanken zu gehen, sondern immer weiter in das Fühlen. Oh, jetzt wird es noch enger. Oh, jetzt wird es noch unangenehmer, noch trauriger, noch schmerzhafter und weiter zu gehen. Weiter zu atmen. Denkt ihr, wir sind wie ein Faden und wir gehen durch das Nadelöhr, durch diese allerengste, dunkelste Stelle hindurch. Und mit jedem weichen Atemzug kommen wir weiter, fließt unser Leben weiter. Und auf der anderen Seite von diesem Nadelöhr, da öffnet sich unser Leben wieder. Auf einmal können wir wieder fühlen, oh, was ist das Schöne, was heute auf mich wartet? Warum freue ich mich auf das, was vor mir liegt? Was ist der liebevolle Impuls in meinem Inneren, der mich einlädt, den nächsten Schritt zu machen? Und dann können wir damit Kontakt aufnehmen, wie wenn wir aus dem Tal auf der anderen Seite wieder hochsteigen und uns wieder mit dem Schönen verbinden, mit der Freude, mit der Kraft, mit der Kreativität. Und dann kommen wir wieder an in unserem Körper, spüren die Schultern, spüren den Bauch, spüren die Beine, spüren die Füße, kommen wieder an, lassen uns reinsinken in uns selbst. Ja, und dann kannst du dich ein bisschen ausstrecken und deine Augen wieder öffnen, wenn du so weit bist. Und einfach für dich mal einen Moment nachspüren und wahrnehmen, wie du dich jetzt fühlst. Und bei mir ist es gerade so, dass ich das Gefühl habe, durch dieses Reinsinken und dann auf der anderen Seite wieder raussinken, dass wirklich jeder innere Widerstand, der noch da ist, jeder innere Kampf die Chance hat, sich zu lösen. Und ich jedes Mal einfach so eine Welle von neuer Kreativität und neuer Freude auch wieder fühlen kann. Und es einfach leichter weitergeht auf der anderen Seite. Ja, ganz einfach, kannst es dir auch ganz einfach merken. Ja, wenn du irgendwo ganz dringend raus willst, ist die Antwort nicht rauszugehen, sondern reinzusinken, durchzutauchen und auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Nicht raus, sondern rein. Jawohl. Und wie gesagt, wenn du die Erfahrung mitgemacht hast, freue ich mich, wenn du einen kurzen Kommentar hinterlässt. Falls du das Video auf YouTube siehst, kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Alles Liebe für dich und bis dann.